Auf G7. Auf G7, hallo YouTube. Aber das Teil ist cool. Ich kann euch das vielleicht mal zeigen, wenn es nicht hier hinten in meinem Kabelschacht festhängt. Das Teil ist geil. Hier, sieht man das? Ah, noch nicht. Wartet mal. So, hier das hier. Hier das Teil. Das ist super. 22 Zusatztasten plus unten so ein Joystick, den man belegen kann zum Szenenwechsel. Und oben hat man noch CPU-Auslastung, RAM-Auslastung. Man kann sich sogar Nachrichten anzeigen lassen, aktuelle brandneue Nachrichten. Und mit einem Klick drauf macht er dann Firefox oder den Browser, den man eingestellt hat, macht er dann auf und dann kann man die lesen. Sehr geil. Schon ein cooles Ding. Man kommt nicht mehr in die Verlegenheit, dass man plötzlich einfach eine Aufnahme startet, stoppt oder warum, was auch immer. Echt cool. Ist keine Werbung, ich werde nicht von Logitech supported. Schön wär's. Würde ich sofort annehmen. Machen sehr gute Produkte. Also Logitech. Schreibt mich an. So. Das ist dann Prüfung, ne? Hier, Bismarck. Zack. Ja, Nachfolgemodell mit farbigen LCD-Displays, auch cool. Ja, das stimmt. Ich glaube, hat das schon ein LCD-Display? Der hat es noch nicht. Gibt auch eins. Gibt auch eins mit. Von, oh, ich weiß gar nicht von wem, von Steam direkt? Ich weiß es nicht. Da wird sogar, da kannst du sogar so ein, da ist das von hinten mit LEDs und du kannst das, kannst jede einzelne Tasten von hinten Symbol geben, damit du auch gleich weißt, was das macht. Aber das kostet 50 Euro mehr nochmal und hat, glaube ich, nur 11 Tasten oder so anstatt 22. Ich meine, ich habe hier 22 und kann oben nochmal drei, Profile auswählen auf Knopfdruck, also habe ich vom Prinzip 66 Tasten plus den Joypad. Also schon massiv und so viel braucht man ja nicht. Also, boah. Bismarck. Zeitlimit 60 Minuten, Ort grenzenloses Blau. Hat 18 G-Tasten. 22, passt doch. Ich weiß gar nicht, was für ein G das ist. G13, heißt die. Also hat gepasst, hat genau 100 Euro gekostet, ich glaube 99. Optimal. Aber brauchst du alles, finde ich, wenn du so wie ich hier gerne ein bisschen Szenen hin und her switcht und sowas. Oder ab und zu mal muten musst, weil du mit deiner Frau irgendwas Privates erzählen willst und so. Und hast das alles noch zusätzlich auf der Tastatur liegen. Ich habe hier eine G710 Plus. Die habe ich mir zu Weihnachten schenken lassen, vorletztes Jahr. Hätte ich das damals gewusst, die hat halt nur 6G-Tasten belegbare, ne? Da habe ich so ein paar Sounds drauf. Aber. Sowas wie das hier, hört mal. Das geht. Wenn ich es einfach drücke, ob das noch gespeichert ist, ja. So lachen oder sowas. Oder das hier. Sowas. Aber das war's schon. Die nutze ich aber gar nicht so oft, ne? Und die sind auch so nah an den anderen Tasten. Da kommst du halt auch gerne mal drauf. Deswegen war in letzter Zeit öfters mal gemutet. Weil ich hier. Weil ich direkt bei Isaac neben meinen Pfeiltasten die 0 zum Beispiel belegt habe hier Facecam off on und so weiter. Deswegen war das ab und zu mal weg als. Na, jetzt habe ich es hier auf dem schönen Teil hier. Finde ich gut. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ihr müsst mir helfen. Ist zumindest farblich schon mal geil. P1 ist Add kloppen und die Maschine in der Mitte drücken, um die Insel zu schützen. Sind die Adds weg, kommt rechts und links Harpunen.
Harpunen und die aktiviert werden müssen. Dann wird Bismarck rangezogen und es kommt P2. Hier müssen alle auf den Rücken von Bismarck, sonst macht man keinen Schaden. Ist die Corona zerstört? Kommt P3 wahrscheinlich, ne? Ja. Kommt P3. Headspawn rechts und links. Schnell töten. Okay, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Direkt mal so oben, dass ich komplett oben bin. Klasse. Abbruch! Ach, der haut da noch gegen! Das war schon P1, okay. Gezockt, grüß dich. So, Headspawn rechts und links, schnell töten. Okay, schnell töten, alles klar. Das ist toll, wenn man kein Mana hat. Ja, ich stehe irgendwo drin. Raus hier. Danke. Was war das? Warum? Boah, die sind ja riesig. Die halten ja super viel aus. Boah. Leck mich am Arsch. Ey, halten hier echt super viel aus hier. Mann, lass mich doch mal Mana machen. Nein. Blöd, wenn die alle auf einem Fleck stehen, oder? Okay. Dann swipe. Und jetzt geht's wieder von vorne los, oder was? Alles klar. Geht voll ab hier, der junge Mann. Oder war es das? Mir geht's gut. Danke. Darf ich auch mal wieder was machen? Hä? War ich gerade gestunt oder so?
Alter. Crazy. Das heißt, jetzt kommt er wieder her, oder was? Das hier muss wahrscheinlich nicht schnell gehen, ne? Das heißt, in der Phase kann man halt einfach Damage machen. Was das? Okay. Nice. Yeah, danke schön. Was wäre passiert, wenn man die Ads nicht Hey, danke, Elbester. Was wäre passiert, wenn man die Ads nicht direkt getötet hätte? Du kannst übrigens auch noch eine Cheers-Nachricht hinten dran schreiben, ne? Ein Leerzeichen. Und dann, kannst du noch eine Nachricht hinten dran schreiben. Hier wird dann auch in dem im großen Dings da nochmal gezeigt, wenn du das willst. Beute gibt's hier nicht, ne? Ja, was wäre dann passiert, wenn wir die nicht schnell genug getötet hätten? Ja, dass es dann Vibe ist, weiß ich auch, Kimi, aber keine Ahnung. Könnte ja sein, dass weiß schon, dass Bismarck dann die ganze Insel und inklusive uns frisst oder irgendwas Spezielles macht. Ja, wer schaut denn da vorbei? Danke, René. Bismarck besiegt. Er hat Bismarck besiegt, wie korrekt. Wie viele Gottheiten hast du schon niedergestreckt, Lichtkrieger? Du hast dich längst aus der Schar der Sterblichen erhoben. Hat er, was wir suchen, o Boten des Himmels? Hab ich. Ich geb's euch aber nicht. Das ist er, der Schlüssel zur Wunderkammer des Allagischen Reiches. Ein Teil der Kraft Heidelins scheint in dich zurückgekehrt zu sein, aber das wird dir leider nicht genügen. Ich danke euch für eure Hilfe, Boten des Himmels. Und auch dem Lichtkrieger gebührt unser aufrichtigster Dank.
Er hat uns den Kampf gegen Bismarck abgenommen. Es ist soweit. Nun wird sich mir der Pfad in den Himmel eröffnen. Ui. Endlich wird die tausendjährige Verfehlung berichtigt. Mit unseren eigenen Händen werden wir den Lauf der Geschichte lenken. Hi, Onkel. Geil, Elbest. Jetzt hat er da oben angedockt, alles klar. Okay. Ich mag Dr. Pepper übrigens super gerne, aber nicht so viel auf einmal, ne? Also so eine Dose ab und zu super geil, aber viel irgendwann wird das Zimtige halt zu viel. Aber geht ja nicht kaputt, ne? So, Alfino. Es tut mir leid, Gorbi. Ich hätte schneller reagieren müssen. Ich hätte ahnen müssen, dass es geschehen würde, dass das geschehen würde. Wedge und ich waren so mit der Winde und den Erzseimantrieb beschäftigt, dass ich nichts von dem bemerkte, was da draußen vor sich ging. Ich weiß, es ist nicht so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Nun haben wir dem Papst den Schlüssel auch noch in die Hände gespielt. Aber deswegen geben wir noch lange nicht auf. Wir verfolgen den Papst und seine Freunde, die Askians, und legen ihm das Handwerk. Und somit können wir fliegen, ne? Yeah! Geil! Das ist so krass, wie viel dunkler das im Stream ist. Und der nächste Link halt per PN? Ja, klar. Ja, das muss ich machen, Kimi. Es gibt so viele Trollvögel, die hier reinkommen oder in andere Chats kommen und da irgendwelche Pornolinks und sowas rein spammen, da habe ich keinen Bock drauf. Das muss ich definitiv machen. Das muss ich definitiv machen. So. Auch wenn wir den Schlüssel verloren haben, immerhin haben wir Bismarck besiegt und dadurch fürs Erste den Frieden ins abalatische Wolkenmeer zurückgebracht. Der Äther, den Bismarck verschlungen hatte, ist wieder in der Umgebung zurückgekehrt. Nun müssen wir den Papst verfolgen. Sid wird die nötigen Vorbereitungen treffen, während wir den Vanu in Okzundo von unserem Sieg berichten. Sie machen sich bestimmt Sorgen, wie alles ausgegangen ist. Dann machen wir das. So.
direkt hier weiter. Da stimmt was nicht. Ups, da stimmt was nicht. Was denn? Die Galea. Sie haben die Siedlung unter ihre Kontrolle gebracht. Wen haben wir da? Hier, ihr Ratten! Kommt raus da, sonst holen wir euch! Müssen wir jetzt kämpfen? Werden wir gefangen genommen? Was wird passieren? Aber ihr habt hier genauso wenig zu suchen. Das sind dann also wohl die Übeltäter, die unsere Kundschafter auf dem Gewissen haben. Da hatte ich die Ischgarder-Ritter zu Unrecht in Verdacht. Waren es gestern nur noch, letzte Woche hast du nicht irgendwas gesagt, mit nur noch 12 bis 3.0 durch ist? Genau wie der Weber sagte, der Krieger des Lichts taucht überall zur unpassendsten Zeit auf. Dann ist das derjenige, der Legatus von Belsa schlug? Ja, er hat den Wolf liquidiert und unsere Invasion abgewendet. Und nun will der Held Erseas auch nach Azisla. Wenig überraschend. Die Relikte dort sind der Schlüssel zur allagischen Macht. Das zieht eben auch solche Amateurforscher und Weltretter an, wie sie in eurem Bund versammelt sind. Schließlich konnten die Allager die Götzen der Wilden fesseln. Mich interessiert allerdings mehr, wie man die Welt von diesen Parasiten befreit. Das ist doch auch euer Ziel. Ja, das schon. Aber wir benutzen es nicht als Vorwand, um ganz Eorzea zu unterjochen. Mutig, mutig. Mir scheint, du bist dir nicht bewusst, wie ernst deine Lage ist. 65. Ja, schaffen wir Ende nächster Woche, haben wir es durch, oder? Kappa. Betrachte es einmal so. Im Vergleich mit dem Schicksal des Planeten ist es doch nebensächlich, wer die Vorherrschaft in Eorzea innehat. Unsere Aufgabe ist die Unterwerfung der Primae. Deswegen müssen wir auch die ausmerzen, die sie immer wieder erscheinen lassen. Echt jetzt? Wartet! Sie haben nichts mit der Beschwörung zu tun! Kam wohl für der Enterprise, ne? Oder? Was? Geht in Deckung! Einen geilen Teil. Wir sehen uns wieder, ihr Helden! Das ist eine Monster-Videosequenz.
geil. Das ist also das neue Schlachtschiff der Galea. Und der Kaiser höchstpersönlich leitet die Expedition. Asisla muss von immensem Interesse für ihn sein. Cool. Der Nightbot spammt wieder, ne? 66 Story-Quests noch. Ja, habe ich noch was vor mir, ne? Und wahrscheinlich, wie bei Wolf auch, komme ich gar nicht überall hin, ne? Sondern muss vorher halt irgendwelche Dailies machen oder so. Oder sehen wir, wenn es soweit ist. Varys Zos Galbus, dass wir dem neuen galaischen Kaiser ausgerechnet dem Wolkenmeer gegenüberstehen würden. Kappa to Flame der Hölle? Wie hast du das jetzt gemacht? Kappa 100 und dann ganz hinten dran nochmal Cheers 1 oder was? Geil, danke Yasu. In den 6 Wochen, die der oder EA startet, wird es also 12 Folgen. Jeder davon mindestens 5 Säuger, wisst ihr? Echt ready für Stormblood. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn es so in die heiße Phase geht, vielleicht machen wir dann ja auch ein paar mehr Streams. Und dann fällt mal was anderes weg oder so. Oder vielleicht habe ich bis dahin, habe ich bestimmt auch Horizon durch. Da kann ich am Wochenende mal oder so. Also geplant ist es, wie es kommt. Entscheidet mein Real Life. So. Ausgerechnet wollten wir hier erstellen. Die Soldaten, die ihn eskortieren, waren hohe Offiziere. Wir sind in Entwicklungen von ungeahnten Ausmaßen geraten. Geh lieber zurück zu Sid. Wer weiß, was die Galea als nächstes vorhaben. Allerdings, Yasu, wenn du, noch was Kleines, wenn du direkt Kappa 101 eingibst, wenn das geht, oder halt Cheers 101, dann wärst du in meinem Chat oben jetzt mit 101, weil jetzt wirst du, glaube ich, noch mit 100 als Top-Bit-Geber, Top-Cheerer eingetragen. Wenn man es zusammen macht, dann ist es 101. Glaube ich mal. Wenn das geht, ich weiß gar nicht, ob man ungerade Sachen Tiers spenden kann. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal schon, oder? Ich werde dem Häuptling der Wano von unserem Sieg über Bismarck berichten. Lucia, warte bitte ebenfalls bei der Enterprise auf uns. So, wo ist der Typi? Ach, ganz da oben. Okay. Wir können jetzt fliegen, ne? Jetzt muss ich eh noch alles aufdecken hier für einen Kartograf, ne? Ist er mit 101 drin? Das ist krass, weil der Greon hatte doch Cheer 100, Leerzeichen Cheer 100 eingegeben. Also insgesamt 200 und der ist nicht drin. Ist aber noch Yasu drin gewesen mit 100. Geil, armer Greon. Gorbi, wir haben Schüsse gehört und dann die Akrios abfliegen sehen. Wir dachten schon, sie hätten euch erwischt. Was um alles in der Welt war denn da los? Ja, oben. Nein, ich meine im Chat. Im Chat ganz oben steht doch Top Cheer von. Und da steht wahrscheinlich Yasu noch mit 101 drin. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht offen gerade. Hier oben ist er drin, hier. Das ist klar. Das ist klar. Aber offiziell über dem Twitch-Chat steht oben nochmal der Top-Cheerer. Ich weiß nicht, ob das Lifetime ist oder die letzten 30 Tage oder so. Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus. Das Rage-Face mit 10k Bits, ist das dieses ah, und dann, wo aus den Augen noch die Flammen rauskommen und aus dem Mund und so. Nice, ne? Verflucht jetzt auch noch der galaische Kaiser. Als ob wir mit dem Papst und den Eskirns nicht schon genug zu tun hätten. Ein Übel kommt selten allein. Tut mir leid, es hat länger gedauert als geplant. Der Häuptling der Zundo war außer sich vor Freude, dass wir Bismarck besiegt haben. Gorbi, die soll ich
Dir soll ich seinen besonderen Dank übermitteln. Danke. Zum Glück sind die Bewohner des Dorfes verschont geblieben, auch wenn ihnen das Kampfgetümmel einen kräftigen Schrecken eingejagt hat. Und die Galliar werden wohl auch kaum noch einmal angreifen, da sie jetzt wissen, dass der Schlüssel zu Azizla nicht in Okzunder zu finden ist. Wir sollten also sofort aufbrechen, um den Papst zu verfolgen. Alles bereit, auf geht's. Was gibt's hier? Sitpuppe. Geil. Das ist ja cool. Aber das Gesicht seht ihr doch auch, wenn ihr bei mir unten die Bits anklickt, oder? Oder wird das da nicht aufgeführt? Hallo? Nein, nicht mit Alfino sprechen. Ich will mit Sid sprechen. Ich habe das immer noch nicht verstanden, ob ich dann... Für 100 Euro willst du auch schon was sehen, geil. Die Magitech-Kampfmaschine ist an Bord und die Route berechnet. Wir fliegen genau in die Richtung, in die der Lichtstrahl aus dem Schlüssel zeigte. Gorbi, war dir auch alles startklar? Achso, du meinst, oben drüber ist das sogar. Das heißt, einer hat auf einmal 100 Euro gespendet. Ja, das ist natürlich was anderes. Krass. Oh. Respekt, ne? Mann, alle Mann an Bord und auf nach Azizla. Ist doch bestimmt auch eine Instanz, oder? Hört sich so nach Instanz an. Ich bin mal weg kurz. Dass ich noch einmal auf einer verfluchten Magitech-Maschine sitzen würde. Und das noch unter diesen Umständen. Ja, das stimmt. Kurz, ich unterbreche hier ganz kurz. Das stimmt, Kimi. Aber ich habe gedacht, man kann diese Emotes auch nutzen, wenn man insgesamt 10.000 Bits gespendet hat. Dass man dann diesen Emote freigeschaltet hat vom Prinzip und den auch dauerhaft nutzen kann. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. So, weiter geht's hier, ne? Meine Vergangenheit hat mich wohl eingeholt. Ich bin Lucia Go Junius, eine gebürtige Galliar. Du hast mir damals einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Dachte glatt, deine berüchtigte Schwester geht in Ishgard spazieren. Etwa Tribunus Livia Sass Junius, die Vertraute von Gaius van Belsa? Ja. Die Hexe von Dalmasca. Livia war meine jüngere Schwester. Nachdem wir die Eltern im Krieg verloren hatten, kamen wir bei verschiedenen Ziehfamilien unter. Meine Schwester wählte die Offizierslaufbahn, während ich als Spionin ausgebildet wurde. Dann war Ishgard also... mein Einsatzort. Garlemald vermutete, dass die Kurie alagische Relikte versteckt hielt, die für uns von großem Interesse waren. Mir wurde nicht genau gesagt, wonach ich suchen sollte. Jetzt denke ich, es muss der Schlüssel zu Azizla gewesen sein. Und dann wendete sich mein Schicksal. Ich begegnete Großmeister Emmerich. Mein Auftrag war, ihn auszuhorchen. Doch bald sah ich, dass mich mit ihm weit mehr verband als mit allen Galliaren, die ich kannte. Auch er litt unter seiner Herkunft
Denn als illegitimer Sohn des Papstes gab es für ihn keinen offiziellen Platz in Ishgard. Aber anders als meine Schwester und ich verfluchte er sein Schicksal nicht. Er nahm es an und wuchs darüber hinaus. Mein Platz war an seiner Seite. Das spürte ich tief im Inneren. Er verkörperte Werte, für die ich kämpfen konnte. Und so verriet ich die Galea und vertraute mich ihm an. Eure Loyalität Großmeister Emmerich gegenüber habt ihr bereits ausreichend bewiesen. Aber wenn Livia eure Schwester war, dann... Ich sagte es bereits, als wir uns in Camp Drachenkopf begegneten. Wer der Vergangenheit nachhängt, verliert den Blick auf die Zukunft. Livia hat für ihre Überzeugung gekämpft. Und für jene, die sie liebte. Dasselbe gilt für mich. Und für euch ebenfalls. Was vorgefallen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Na, ich freue mich jedenfalls über den galäischen Zuwachs. Wir Überläufer müssen doch zusammenhalten. Und es ist immer schön zu sehen, wie vielfältig Magitek-Maschinen doch einsetzbar sind. Chef, gleich sollten wir was sehen. Jawohl, Chef. Dorthin hat das Licht gezeigt. Hinter der Wolkenwand wartet garantiert ein Mega-Panorama. Na, dann haltet euch mal fest. Okay, na, kommt noch was. Oh, da ist es. Da ist Azizla. Das sind allergische Bauten. Wir haben es geschafft. Was war das? Verflucht! Eine magische Barriere! Das hält das Schiff nicht lang durch! Chef, wir haben ein Problem! Sid, so schaffen wir es nicht. Wir müssen nach Ishgard zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Alager machen einem das Leben verdammt schwer. War ja klar. War ja sowas von klar, ne? Dass das nicht so simpel sein wird. Langer Ladescreen? Okay. Ein Glück, dass wir es überhaupt zurückgeschafft haben. Man sieht ihn nicht an, aber die Maschinen haben gewaltig gelitten. Die Reparatur wird nicht einfach. Bedeutet für mich und die Jungs wohl noch ein paar Nachtschichten. Cool. Nichts mit Azizla. Swift Rage 50. Geil. Danke, Hellbester. Der Hellbester haut's aber auch raus hier, ne? Yeah. So. So kurz vor dem Ziel, aber nun wissen wir, wozu der Schlüssel der Warnung nötig ist. Er deaktiviert wohl die Barriere. Lasst uns erst einmal zur Kongregation der Tempelritter gehen und uns mit Großmeister Elmerik und den anderen beraten. Wir müssen einen Weg nach Azizla finden. Bitte wieder die Wache vor der Kommandantur heißt das, okay. Vor der Kommandantur des Großmeisters sich durchzulassen. Kriege ich hin. Gehen will auch raus, kann aber nicht. Ja, das ist die Zeit, kein Stress. So, gibt's hier eigentlich noch was Neues? Ne, das waren ja die... Okay.
So, wo muss ich hin? Da oben. Okay. Könnte ich eigentlich hier Anwesen porten, ne? Wo laufe ich eigentlich hin? Stimmt das? Ja. Könnte ich Anwesen porten? Das ist ja auch noch im Anwesen. Das eine ist links, das andere rechts, ne? Ne, ich muss in die Fundamente runter. Oder? Hier. Dann porte ich mich. Der vergessene Ritter. Ach, hier ist der vergessene Ritter und da ist, muss ich hin. Okay. So. So. Hier rein dann. Firmalbert. War am Montag hin, meine eigene Bank bietet es gar nicht an. Und zwar schon, aber da muss man ein Girokonto haben, was ich natürlich nicht habe. Ja. Kannst du wahrscheinlich aber auch machen. Kriegst wahrscheinlich sogar direkt 50 Euro Guthaben drauf oder sowas, ne? Eine Audienz beim Großmeister, bitte hier entlang. Jawohl. Kurz was gucken. Sorry. Muss kurz was gucken. So. Ja. Was ich nicht verstehe. Ich habe meine Kamera, kann ich nicht weiter runterziehen, damit man von mir ein bisschen mehr sieht. Wenn ich aber hier auf das hier gehe, ne? Da sieht man es ein bisschen. Verstehe ich nicht. Naja. Ah, ne, ist das gleiche. Okay. Ja, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich bin bei DKB, klar. Aber. Ja, was anderes, ne? Kurz gesagt, verdankt Azislar seine luftige Position der Schlauheit der alten Alager. Und wir können sicher sein, dass der Papst und seine Konsorten gerade die Aussicht genießen. Ah, mit dem Tastenpad kann ich das auch wegmachen, ohne zu switchen. Das ist ja gut zu wissen. Ich verstehe. Das Problem ist, dass die Insel von einer hochdichten Äthermauer geschützt ist. Ein falsches Manöver und wir werden pulverisiert. Wie die Barriere funktioniert, ist mir noch nicht ganz klar, aber ich schätze, der Umgebungsäther wird irgendwie in blitzelementare Energie umgewandelt und zu einer Wand geformt. Ohne den Schlüssel können wir sie also nicht durchdringen. Ich würde mich gar nicht so auf diesen wundersamen Schlüssel versteifen. Was weg ist, ist weg. Wie stehen unsere Chancen, mit Gewalt durchzubrechen? Schlecht. Theoretisch könnten wir es wieder mit dem guten alten Elementarumwandler versuchen, die blitzelementare Energie umwandeln und gegen die Mauer richten. Aber so viele denaturierte Kristalle passen niemals auf die Enterprise. Ja, diesmal ist das Kraftfeld weitaus größer als Garudas Sturmwand. Und Leviathan haben wir nur standgehalten, weil wir zwei Schiffsladungen voll mit Kristallen hatten. Ich sage nicht, dass wir das Handtuch werfen sollen. Wir müssen die Barriere ja nicht neutralisieren, nur durchstoßen. Ist das nicht genauso schwierig? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir brauchen nur einen geeigneten Bohrer, einen hochkonzentrierten Ätherstrahl, der als Rambock fungiert. Da müssten wir allerdings ein paar Ätherfachleute unter die Arme greifen. Ätherfachleute. Ja, wenn die Exegeten alle bei uns wären. War Fräulein Tataru gestern Abend nicht ganz aufgeregt, weil sie einen Hinweis auf den Verbleib einer eurer vermissten Gefährten erhalten hatte? Oh. Was? Wer wird das sein? Ha, man soll eben nicht zu früh aufgeben. Seht ihr mal zu, dass ihr eure verschollene Kameradin wiederfindet. Und ich baue inzwischen die Enterprise um. Ich muss den Rumpf verstärken und dann natürlich die Ätherramme anbringen.
Ah, warte nur, mein Schätzchen. Bald funkelst du wie frisch vom Stapel gelassen. Entschuldigung. Mit Emmerich in der Kommandantur des Großmeisters sprechen. Emmerich. Ach, hier unten. Okay. Mit Tataru sprechen. Das andere war das hier, was wir eben gerade gemacht haben. Ne? Tataru? Hallo? Oh, da seid ihr ja. Was ist mit dem Papst? Habt ihr ihn aufgehalten? Klar. Teilweise. Eigentlich nicht. Auf diesem Asislar muss ja ein schreckliches Geheimnis verborgen liegen, sonst wäre es nicht so gut geschützt. Ein Glück, dass euch nichts geschehen ist. Hat es euch der Graf schon gesagt? Ich habe eine gute Nachricht. Du hast doch gesagt, dass du durch die alten Kanäle aus Ulla geflüchtet bist. Die sildischen Tunnel unter der Stadt. Ich habe also gleich Tarupin gebeten, einige seiner Männer in die Tunnel zu schicken. Dort müssen ja bestimmt Hinweise zu finden sein. Also Hinweise auf Minfilia, Istolla und Tancred. Die drei hatten es ja bis in die Tunnel geschafft. Und was gibt es nun Neues von der Legion? Ups, ach shit. Das kann eine gute Nachricht sein oder eine sehr schlechte. Lass uns rasch nach Ulda reisen, um Gewissheit zu haben. Orianger soll auch dorthin kommen. Bitte sag ihm Bescheid. Jawohl. Mach die gute Tatarune. So. Wo müssen wir hin? Ach, hier direkt. Okay, das passt ja. Ja, Kimi, kriegst du schon irgendwie hin, irgendwann. Ich habe auch gelesen, dass Twitch, das haben die Mitte April gesagt, dass sie mit Hochdruck dran arbeiten, dass man das, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, dass man es auch über andere Wege finanzieren kann, das Ganze. Und bisher hat Twitch immer Wort gehalten bei allem, was sie angekündigt haben. Was macht eigentlich Swift hier hinten? Ach, das ist was Altes, okay. Vielen Dank für deine Hilfe, Pippin. Oh, ganz im Gegenteil. Ich werde euch eure Hilfe nie vergessen, Alfino. Ihr habt meinen Vater und die Sultana gerettet. Nach euren Freunden zu suchen, ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ja, und habt ihr sie denn nun gefunden? Nun sprecht doch schon. Nun, lasst mich zuerst erklären, dass ein großer Abschnitt der Tunnel völlig in sich zusammengestürzt war. Mit Unterstützung der Amalgina Bergbau AG konnten wir den Schutt so weit beiseite räumen, dass wir zahlreiche Leichen entdeckten, alle mit blauer Uniform bekleidet. Ja, das stimmt, wäre nice, ne? Wenn es vorher noch gehen würde. Glaube ich jetzt aber nicht. Also, man weiß nicht, kann ja ganz plötzlich kommen. Die Kristallstreiter, die ihnen auf den Fersen waren. Eure Freunde waren nicht unter den Toten, aber einen Hinweis haben wir gefunden. Mhm. Das ist Istolla Zweig. Wie ich es mir dachte. Würdet ihr mir den Zweig für einen Augenblick überlassen? Kann er die dann über den Zweig orten? Die Ätherspuren sind eindeutig. Mit diesem Zweig wurde ein besonderer Zauber gewirkt. Was für ein Zauber? Verbotene Magie, die man in Schalayan einst heimlich überlieferte.
Ein hochwirksamer Teleportspruch zählt dazu. Der Urtypus des heute alltäglichen Teleports, der sich, wie euch bekannt ist, zuvor gebündelte Äderbahnen bedient. Der antike Teleport jedoch zerstäubt den Körper augenblicklich und presst den Äther gewaltsam in des Erdreichs feine Bahnen. Der Zauber wirkt sofort, auch während eines Kampfes. Dann ist es toller am Leben. Sie hat sich mit einem Teleportzauber in Sicherheit gebracht und die anderen mit. Die Dinge liegen etwas komplizierter. Nicht ohne Grund sind diese alten Zauber verboten worden. Da keine Bahn bereitet wird, stürzt sich der Zauber ganz ziellos in den Äther. Wohin er strömt und ob er jemals einen Ausgang findet, liegt ganz und gar in Zufallshand. Aber ist Istolla etwa in der Ätherwelt gefangen? Lass uns zunächst versuchen, die Richtung ihrer Reise zu ermitteln. Vielleicht lässt sich erkennen, wohin die Ätherströme sie vom Einstiegspunkt aus trugen. Gut, lass uns zu den sildischen Ruinen gehen. Pippin, hab unserem aufrichtigen Dank für diese Information. Ich hoffe sehr, dass ihr eure Freunde findet. Viel Glück. Pippin out. So, okay, dann gehen wir da mal hin, ne? Ach, hier kann man ja gar nicht fliegen. Also ich werde das machen mit Dr. Pepper. So ein bisschen blöd, im Internet kannst du das wahrscheinlich nicht in so einem 24er-Tray bestellen, weil du ja nicht sicher sein kannst, welches du dann bekommst, ne? Naja. Gibt es das nur an speziellen Stellen oder wird alles dann ab dem Datum auf Dr. Pepper umgestellt? Auf Dr. Pepper. Auf diese Mokri-Dinger. Dann lasst uns gleich zur Messung schreiten. Zwar ist schon recht viel Zeit verstrichen, doch selbst die kleinste Spur kann schon als Hinweis dienen, wenn viele andere kleine Spuren in dieselbe Richtung deuten. Müsste wohl im Laden kaufen. So, wenn man sich ansonsten die ganzen Codes holen könnte. Okay, alles klar. Alles deutet darauf hin, dass sie nach Nordost getragen wurde. Der Ätherstrom führt in den Finsterwald, wo die Gebieter über ihren Wald der Einkehr herrschen. In den Finsterwald? Bist du ganz sicher? Die Strömung führt dorthin. Das heißt jedoch noch nicht, dass unsere Gefährtin auch wirklich so weit fortgetragen wurde. Es handelt sich um weiter nichts als eine Möglichkeit von vielen.
Wir haben aber keine Nachricht, dass sie im Silberwald gefunden wurde. Das bedeutet wohl, dass sie immer noch in den Ätherbahnen umherirrt. Wer allzu lange in der Ätherwelt verweilt, verliert die Form der Seele. Das Selbst beginnt sich aufzulösen und fließt dann ein in jenes ewige Pulsieren, das unsere Welt durchdringt und unbelebtem Stoff das Leben Gnade schenkt. Des Lebens Gnade schenkt. Ach, Uriogé, ne? Ich sage, da ist eine lange Nacht vor mir, aber auch geil. Geht ja nicht kaputt, kann man sich einen Keller stellen. Wir werden nicht zulassen, dass sich Istola auflöst. Uriogé, ab hier übernehmen wir die Sache. Wir reisen in den Finsterwald und bitten Kanesena um Hilfe. Wenn du bitte weiter nach den anderen Vermissten... Schau du bitte nach den anderen weiter nach den anderen Vermissten. Edeka und Real, okay. Nein, den kenne ich. Obwohl, ja, bei Edeka stimmt, da gibt's Dr. Pepper. Ansonsten, also bei den Discountern habe ich es auch noch nirgends gesehen. Im Notfall halt über die Tankstelle, dann wird es halt ein bisschen teurer, ne? Da gibt's das eigentlich immer. So, ich muss mal ganz kurz Pipi machen, bin gleich wieder da. Ich schicke euch ins Kino. Bis gleich. Im Kino ist sie nicht am Aussterben, Kimi. Im Kino geht das schon noch. Im Kino finde ich das auch recht nice. Da muss ich sagen, finde ich das ganz gut. Nicht unbedingt, muss nicht unbedingt sein, aber kann man sich schon antun, ne? ...3D ohne Brille. Okay, bin ich mal gespannt. Wäre auch sinnvoll, weil gerade für... Also fürs Kino ist das, finde ich, mit der Brille in Ordnung. Wenn es zu Hause das ohne Brille geben würde, würde man das wahrscheinlich auch öfters machen. Aber jedes Mal da sich vor den Fernseher fläzen und dann noch extra diese Brille aufziehen und... Machst du eh nicht, ne? Also für zu Hause wäre es geil. Ohne Brille. Muss wieder hin, das Ding hier hinten rein, ne? Ups. Jo. Sie haben schon ein bisschen an das Herz gewachsen hier, die Mucke. Ja, hier, guck mal. Alfie. Wenn jemand Rat weiß, wie wir ist
Tolla in den Ätherbahnen aufspüren sollen, dann Kanesena als Patschal steht, also einen Patschal, das wisst ihr bestimmt, steht sie mit den Gebietern und daher mit der Ätherwelt in Kontakt. Sie muss uns helfen. Ich habe bereits um eine Audienz gebeten und Kanesena wird uns freundlicherweise sofort empfangen. Lass uns zum Wasserrosentisch gehen. Man sagte mir, die stille Druidin werde uns hinführen. Ach nee. Ah, ich muss jetzt noch hinlaufen. Okay. Ich denke mal, das ist wieder so eine, was, das könnte vertont sein. Vielleicht. Oder auch nicht. Was ist die Rasse mit den Hörnern? Okay. Gibt nur bisher nur 5 NPCs davon. Okay. Willkommen in Gridania. Es geht also um eine dringende Angelegenheit. Ich danke euch, dass ihr uns so rasch empfangen habt, älteste Saatseherin. Es geht um das Leben einer Freundin. Ein Typ neben und ein weiterer, okay. Die Hörner sind mir noch nie aufgefallen bei der, ganz ehrlich. Ich habe immer nur auf diese beiden, wie sagt man, Blätter daneben geguckt. Die Hörner sind mir noch nie aufgefallen. Krass. Echt ohne Scheiß, noch nie aufgefallen. Ich verstehe, ihr vermutet also, dass der Ätherkörper eurer Gefährtin noch immer in den Ätherbahnen des Finsterwaldes gefangen ist. Wenn dem so ist, dann müssen wir die Gebieter um Rat fragen. Vielleicht können sie eure Istola in den Ätherströmen lokalisieren und in die physische Welt zurückbringen. Das ging ja fix. So einfach kann es gehen. Kommt noch was. Ich habe die Gebieter des Waldes nach Istolas Verbleib gefragt. Doch diese Wesen unterscheiden sich zu sehr von uns. Wie meint ihr das? Wenn wir jemanden wahrnehmen, erkennen wir ihn an seiner Gestalt, seiner Stimme, seinem Verhalten und verbinden diese Merkmale mit seinem Namen. Doch die Gebieter sind Wesen aus reinem Äther und achten stattdessen auf feinstoffliche Muster und Vibrationen in der Ätheraura. Das ist auch der Grund dafür, dass wir ihre Stimmen nicht vernehmen können, denn unser Gehör trägt nur Schwingungen der Luft zu uns, nicht des Äthers. Wir Saatseher stehen über unsere Gefühle mit ihnen in Verbindung, doch selbst wir vermochten ihnen Istola nicht in ihren Erkenntniskategorien zu beschreiben. Wenn wir nur jemanden mit ähnlichen Äther-Eigenschaften hätten. Ich wüsste da jemanden. Istola hat eine jüngere Schwester. Das hat sie mir einmal gesagt. Und die lebt in Gridania. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Denkt ihr, dass ihr sie finden und nach Immerschatten bringen könntet? Klar. Dort werden wir die Gebieter noch einmal nach Istolas Verbleib befragen. Klar machen wir das. Dataru. Istolas Schwester heißt Imhitra. Imhitra. Wenn ich mich recht erinnere. Sie arbeitet im Forschungslager der St. Cornas Stiftung. Und im Moment forschen viele Mitarbeiter der Stiftung an den Abkalu-Fällen, habe ich gehört. Mit etwas Glück ist Imhitra dabei. Los, sehen wir gleich nach. Gut, machen wir. Aha. Ah, okay, guck mal. Ist er direkt hier oben, ist ja super. Yippie.
Stimmt, die hat ja sogar gesagt, dass sie ein Gridania ist, ne? Alles gut. Questgeberin für Beschwörer-Job-Quests, okay. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ymitra. Ymitra. Ja, kann ich euch helfen? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Ymitra. Mein Name ist Alfino Leveilleur. Und das hier ist Tataru Taru. Aber genau, guckt sie das. Wenn man so kurz, nicht genau guckt, wenn man so kurz drüber guckt, sieht es aus, wie wenn die so richtig dicke, fette Buffalo-Sneaker anhat. Geil. Ihr seid auf der Suche nach meiner Schwester? Dann müsst ihr vom Bund der Morgenröte sein. Ich habe schon viel von euch gehört. Es hat sich schon herumgesprochen, dass es einen Vorfall in Ulda gab. Stolla? Warum sagt ihr jetzt kein Y davor? Also einfach ein großer Name wahrscheinlich, ne? Stolla war zu dem Zeitpunkt dort gewesen. Das wusste ich. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Und das zu Recht. Über meine Kontakte durch die Stiftung fand ich heraus, dass Stolla... Das hört super blöd an, ohne das I vorne dran, ne? Dass Stolla in die Ereignisse verwickelt war und von Kristallstreitern verfolgt wurde. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber nun weiß ich ja, wie sie geflohen ist. Sie muss sich wirklich in einer aussichtslosen Lage befunden haben, dass sie einen antiken Teleportzauber aussprach. War so. Haben wir ja gesehen, ne? Hoffentlich ähnelt mein Äther dem meiner Schwester genug. Im Charakter sind wir doch ziemlich verschieden. Aber ich werde alles tun, was ich kann, um meine Schwester wiederzufinden. Rasch, auf nach Immerschatten. Wenn er noch vom selben Stamm ist, wird der Buchstabe, der den Stammnamen repräsentiert, nicht ausgesprochen. Stimmt, das hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Es war aber nicht bei diesem Ishtola oder, sondern bei einem anderen Stamm war das. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Stammskürzlich danach. Lasst okay. Uns beginnen. Seid ihr bereit? Jetzt geht's ab in den Ätherstrom, oder was? Ah ne, die suchen jetzt nur nach der, ne? O Gebieter, wir kommen mit einer demütigen Bitte. Lasst eine irrende Seele zu uns zurückkehren. Führt sie zu uns. Stola, bitte komm zurück. Och, Tata. Ich habe sie. Jetzt.
Aber die hat doch nicht nur sich, sondern auch noch zwei andere weggeportet, oder? Oder eine, ich weiß es gar nicht mehr. War das nicht so? Die stand noch mit einem im Rücken zur Wand. Oder? Tankred, genau. Ich habe ein Zimmer im Traumbaum vorbereiten lassen. Bringt sie rasch dorthin. Hallo? Komm, mein Bester. Dankeschön. Vor Freude 250 Bits. Er besser als verstanden, das Bit-System. Lasst uns den Gebietern für ihre Güte danken. So, danke nochmal, Albessa. Wer hat es gemacht, dass nur ein Zeichen da ist? Ich schätze mal, hat Sheer 250 eingegeben, oder? Einfach? Schätze ich mal. Ich bin ja so erleichtert. Ist toll, als wieder bei uns. Ich dachte, ich würde ihr Gesicht nie wiedersehen. Ach, ich kann den Gebietern gar nicht genug danken. Istola läuft noch in ihrem Zimmer. Schläft. Istola schläft noch in ihrem Zimmer, aber bestimmt ist sie bald wieder gesund und munter. Hoffentlich kommt sie bald zu Bewusstsein. Dimitra wacht so lange an ihrem Bett. Ich möchte inzwischen eine Überraschung für Istola vorbereiten. Eigentlich ist mein Geschenk schon fast fertig, aber ich brauche noch zwei klitzekleine Kleinigkeiten, um ihm den letzten Schliff zu geben. Sag, könntest du sie für mich abholen in der Gerber- und Druidengilde? Ich will unbedingt hier sein, wenn Istola aufwacht. Geber und Esumiyan werden Bescheid wissen, wenn du in den Gilden nach den Dingen für mich fragst. Ja, deswegen, du bist nicht mehr der Beste, das stimmt. Deswegen heißt es ja auch El Bester. Im Moment stimmt es beim Namen sogar. okay. Das machen wir. So, ich gucke mir das immer an. Vielleicht gibt es ja hier auch nochmal was Neues mit. Nein. So. Das heißt, ich muss für beide nach Alt-Gredan, ja? Okay, dann gehen wir da mal hin. Ich laufe jetzt aber, da porte ich mich jetzt nicht hoch. Gerbergilde und Druidengilde, okay.
mal hier hin und wo noch? Ganz da hinten? Okay. Einmal quer durch, bitte. Hier kann man auch raus, ne? Ja. Warum porte ich mich eigentlich nicht? Nachher muss ich mich porten. Hier, Gilde der Druiden. Okay. Geva. Gildenmeisterin Geva. Hallo, kann ich dir helfen? Wenn du der Gilde beitreten... Ne, ich will nicht der Gilde beitreten. Da kommst du genau zur rechten Zeit. Die Sachen sind gerade fertig geworden und bezahlt sind sie auch schon. Ich frage mich allerdings, wieso ein zierliches Mädchen zu einer echten Chimera-Haut kommt. Zu verarbeiten ist so etwas jedenfalls nicht gerade einfach. Danke. Kann man sich jetzt porten oder auch nicht, ne? Es wird mit Ladescreen fast gleich schnell sein. Wie hast du denn immer das gemacht? Hat man dann eine Auswahl und kann dann draufklicken mit 1, 10, 100 und so weiter? Yasu, meine ich natürlich. Sumiyan, Gildenmeister. Was führt dich zu uns, Abenteurer? Möchtest du deine Augen für das Unsichtbare öffnen und die Mächte der Natur beherrschen lernen? Ach, Tatarus Auftrag. Wir haben die Dinge mit den Kräften des Waldes gereinigt und den Segen des der Gebieter erbeten. Du kannst es also gleich mitnehmen. Aber wer immer der Empfänger ist, er möge bedenken, dass zum Führen eines so mächtigen Objektes tiefe Kenntnisse der Naturkräfte vonnöten sind. Selbst ich muss mich dabei aufs Äußerste konzentrieren. Okay. Alles gut. Okay. Das können wir uns mal gönnen, ne? Bitte schön. Vielen Dank. Es wird bestimmt ausgezeichnet zu den Kleidern passen, die ich vorbereitet habe. Und gut, dass auch die Druidengilde so rasch ausgeführt hat, worum ich gebeten habe. Jetzt ist Istolas neue Garderobe komplett. Ich bin schon so gespannt, was sie dazu sagt. Los, lass uns nachsehen, ob sie schon aufgewacht ist. Das erste Treffen seit 3.0. Istola, was für ein Glück. Du bist wieder wach. Tataru. Oh, ich hab dich so vermisst. Ein Glück, du bist entkommen. Jupp. Alf
Finno, du hast dich irgendwie verändert. Dein Äther hat sich verändert. Du kannst meinen Äther sehen? Vielen Dank, Mitra. Du kannst uns ruhig einen Moment allein lassen. Was ist nach der Siegesfeier geschehen? Die Tunnel sind völlig in sich zusammengefallen. Wie konntest du entkommen? Ich habe die Tunnel einstürzen lassen. Damit wollte ich dir und Minfilia einen Vorsprung verschaffen. Um wenigstens Tancred zu retten, habe ich zugleich einen Teleportzauber gewirkt. Ups, Entschuldigung. Haben es die anderen geschafft? Bisher konnten wir noch niemanden finden. Außer dir. Das ist alles meine Schuld. Meine Kristallstreiter haben euch verfolgt. Ich habe den Bund der Morgenröte zerstört. Nein, Alfino. Du warst es, der das Licht der Hoffnung am Leben gehalten hat. Die anderen sind sicher gesund und munter. Ganz bestimmt. Wir werden sie schon finden. Ja, Tataru, das werden wir. Und wir werden den Bund wieder aufbauen. Das hört sich schon besser an. Ich werde auch sehen, dass ich schnell wieder auf die Beine komme. Ystola, du kannst dich hier umziehen. Ich habe dir in Ishgard neue Kleider genäht. Hoffentlich gefallen sie dir. Erst Moment gedacht, was will er denn jetzt? Aber ich habe verstanden. Ja, und lass die Chimärenhaut über den Schultern. Mir von dem Komplott um die Sultana erzählt und dass es in Ishgard Unruhen gab. Ich war länger weg, als ich dachte. Ja, es ist viel passiert. Und unsere dringendste Mission ist es nun, den Papst nach Azizla zu verfolgen. Und dazu braucht ihr eine Ätherramme, um die allergische Barriere zu durchdringen. Richtig. Denkst du, dein Wissen über Ätherlehre reicht aus, um so etwas zu konstruieren? Ein Loch schlagen, das groß genug für ein Luftschiff ist. In eine Barriere der Alaga, die unbeschrittenen Meister der Äthertechnik. Ich fürchte, das übersteigt meine Fähigkeiten. Aber vielleicht kenne ich jemanden, der dazu in der Lage ist. Die Beste auf dem Gebiet der Ätherforschung, Matoya aus Charlian. Meine ehemalige Lehrerin. Matoya. Matoya müssen wir jetzt finden. In Charlayan. Hallo? Achso. Ha. Geil. Das hat ein bisschen gedauert gerade. Matoya war früher meine Lehrmeisterin. Auch in Charlayan, wo die Forschung an magischen Künsten höchst fortgeschritten ist, galt sie als Koryphäe. Aber sie hatte ihre Eigenheiten. Wenn sie sich einmal eine Meinung gebildet hatte, wich sie keinen Ill mehr davon ab. Ihr wisst ja, dass Charlayan evakuiert wurde, als die Galear vor 15 Jahren Alamigo überfielen. Man war überzeugt, dass die Galear nicht in Alamigo Halt machen würden, also verließen die Bürger Charlayans fluchtartig die Stadt und kehrten
ins gleichnamige Mutterland zurück. Aber Matoya blieb. Noch heute lebt sie als Einsiedlerin in den verlassenen Ruinen von Schalayan. Okay. Nach all den Jahren kehre auch ich nun also in meine Heimat zurück. Wie es dort nun aussehen mag? Alisal und ich wurden in der jetzt verlassenen Kolonie Schalayan geboren. Als bald darauf der große Auszug beschlossen wurde, flohen auch wir mit unseren Familien ins Mutterland am Nordmeer. Es scheint mir, als wäre das in einem anderen Leben geschehen. Sofern ist mir die Erinnerung. Nun, dann lass uns die Erinnerung etwas auffrischen und nebenbei meine sture Lehrerin besuchen. Es war mir nicht um die Nostalgie zu tun. Was ist das für ein Satz? Ist das Deutsch, Eva? Es war mir nicht um die Nostalgie zu tun. Habe ich das falsch gelesen? Nö. Ich weiß, was gemeint ist, aber ein bisschen komisch. Alisal. Ist das falsch? Ich habe keine Ahnung. Unser einziges Ziel ist es, mit Matoyas Hilfe einen Weg nach Azizla zu finden. Aber zuerst müssen wir nach Ishgard zurück und unsere Route planen. Cool. Ab nach Ishgard. Aufbruch nach Schalayan. Achso, ich muss hier nochmal mit Alfino sprechen. Okay. Alize? S-A-L wird Alize ausgesprochen? Okay. Gut, wenn es so ist. Aber dann müsstest du das Al von Alize, also das L auch bei dem A hinmachen wahrscheinlich, ne? Oder ist A und Al, ist das dann männlich-weiblich? Ach, keine Ahnung. Wir reisen ins travanische Hinterland nach Schalayan. Hoffentlich treffen wir Matoya dort an. Es wird bestimmt eine beschwerliche Reise, denn wir müssen das travanische Vorland nach Westen durchqueren. Vorland hört sich zwar idyllisch an, ist aber in Wirklichkeit ein zerklüftetes Hochgebirge. Okay. Ja, klar, die beide sind männlich und weiblich, ja, das stimmt. Also eine weibliche, eine männlich, ne? Aber ob dieses A und AL dann eben darauf hindeutet, dass, weil du es einmal mit nach dem A mit Bindestrich geschrieben hast, einmal nach AL, habe ich mich gefragt, ob das die Trennung dadurch zustande kommt. Okay, sehen die so ähnlich? Sehen die sich so ähnlich? Krass. Tataru, du bleibst in Ishgard und hältst uns über die Suche nach den anderen Vermissten auf dem Laufenden. Jawohl, Alfino. Gobi, du, Ishtola und ich werden nach Schalayan aufbrechen. Unser erster Wegpunkt ist Fiederhag. Okay. Cool, ne? Jetzt geht's los. Alles klar, ich bin ganz kurz weg, aber ich bin in einer Minute wieder da. Eine Minute muss ich ganz kurz mal AFK. Und ich gehe mal direkt in die Raucherslounge. Dann rauche ich kurz mal ein paar Züge. Dampfe ich kurz ein paar Züge. Und dann geht's direkt danach weiter, ne?